Seile. Was ist da drin? Seile waren da drin, ne? Seile! Hier haben wir wieder Kupfer. Im Moment ist Kupfer eher unwichtig für uns. Was ist denn da unten? Pilzbiom. Siehst du das richtig? Da unten ist Pilz. Da unten ist das Pilzbiom. Dann machen wir es einfach mal anders. Dann gehen wir hier rüber. Dann machen wir das so. So, da ist das Pilzbiom. Genau, ein Pilzbiom. Aber das ist einfach, das ist kein Pilzbiom. Das ist eine blaue Qualle. Wir gucken erstmal schön den Gräber angekommen, ne? Genau, das ist bloß eine Qualle. Aber hier unten ist noch irgendwas, hier ist eine Höhle oder irgendwas kommt jetzt hier gleich. Ja. Und irgendwas fahren wir gleich rein. Vielleicht ach, auch nur so. Noch ein anderer See. Noch ein anderer See. Aber hier sieht es trotzdem interessant aus. Hier ist auf jeden Fall Kupfer nochmal. Wieso habe ich jetzt die Mitte wieder abgebaut? Kann er mal bitte. Hallo? Ein bisschen doof, wa? Vielleicht, damit wir nicht gesehen haben von irgendeinem Dämon oder so. So. Geklärt. Jetzt kommt Wasser. Aber da drüben ist auch was. Guck mal, das ist doch Eisen, oder? Ja, vielleicht. Achtung, sie greift dich an. Was ist das hier? Eisen, na toll. Eisen und Steine. Das ist gut. Können wir eine Eisenrüstung? Ich bin schon gespannt, ob wir das hinkriegen. Hier ist noch mal Eisen, oder? Hier ist noch ein Eisen. Aber Papa. Ja. Eisen hält nicht so viel durch wie bei Minecraft. Wie bei Minecraft Diamant. Du hast völlig recht. Aber wir können leider erstmal nur das, was wir eben können, ne? Ich denke mal, als nächstes müssten wir dann eventuell vielleicht auch nach dem Eisen eine Platin-Spitzhacke machen. Da oben ist ein gelber Schleim. Ja, ich sehe schon. Ich gehe mal hier einfach durch. Wir gucken uns das mal hier an. Ich würde also eine Platin-Spitzhacke bauen, und wenn wir das können, aber da brauchen wir ein ganz paar Platin dafür. Und hier ist nochmal Eisen. Papi, wenn ich jetzt dieselbe Stufe wäre wie bei Drache auf dem Handy. Ja. Dann hätte ich mit meinem Bumerang die Wellen platt gemacht. Okay. Das glaube ich dir sogar. Das glaubst du mir? Ja. Irgendwann mal kannst du es bestimmt auch auf dem Computer spielen. Und wenn du das kannst, dann zocken wir zusammen. Ja, das kriegen wir also auch irgendwann hin, denke ich mal. Also auch, wie gesagt, ich will auch das Spiel, jetzt versuchen wir uns mal mit der IP das zu teilen, dass wir ja auch zusammen spielen können mit den Zuschauern. Und dann können wir, wenn ich wirklich mal Zeit habe mit dir, bei Twitter einfach teilen, dass wir zocken wollen. Ich weiß, die meisten Zuschauer haben kein Twitter, weil sie noch nicht 18 sind. Ihre Eltern erlauben auch nicht, dass sie sich einen Twitter-Account anlegen, was auch völlig in Ordnung ist, absolut richtig ist auch. Obwohl, ich bin 6. Du bist 6, ne? Du hast auch kein Twitter-Profil. Aber es ist halt, für mich ist Twitter das am schnellsten zugängliche. Instagram wäre auch okay. Naja, ich bin erst vor 9 Tagen 6 geworden. Stimmt. Das ist wohl völlig richtig. Was ist denn das? Hä? Was ist denn das Blaue hier? Keine Ahnung, baut doch mal ab. Das sieht eigentlich mehr so aus, als würde mich das gleich abbauen. Wenn ich jetzt drauf springe, sterbe ich doch bestimmt, oder? Keine Ahnung. Hä? Granit ist das. Granit! Ich weiß nicht, also Granit kenne ich gar nicht. Was wir jetzt damit anfangen, weiß ich natürlich noch nicht. Ob wir aus dem Granit was bauen können, das müssen wir noch rausfinden. Das geht. Vielleicht eine Granitrüstung. Wenn es das gibt, ich weiß es nicht. Da brauchen wir also jetzt, wie gesagt, wieder ein paar Tipps. Das Problem ist nur, dass die Tipps geschrieben sind hier unten drunter. Da werden wir wahrscheinlich schon wieder viel weiter sein. Aber das macht ja auch oft nichts. Ich fange ja immer an mehreren Stellen an. Es ist also völlig okay. Es kann also sein, wenn du jetzt hier einen Kommentar dazu schreibst, dass ich erst in 4 Wochen darauf eingehe. Aber bis dahin habe ich das wahrscheinlich sowieso was anderes gemacht. Guck mal, wie viel Granit das hier unten gibt. Ob das einen Grund hat? Guck mal, übrigens, unser Kumpel, Stevie, ist scheinbar noch nicht wieder eingezogen. Wir gehen dann mal hoch gucken, ob der wieder da ist. Aber ich glaube, wir müssen ein anderes Haus bauen für den. Ja, wir haben ja nur 2 Häuser. Ja, und ich glaube, da irgendwas reicht dem da nicht. Ja, ich glaube, sollen wir noch ein drittes Haus bauen? Ich glaube, das fehlt ihnen. Nee. Doch.
Weißt du, was dem fehlt? Dem fehlt ein Eingang oder irgendwas. Dem gefällt das Haus nicht. Der will eine Badewanne oder sowas haben. Das ist ich. Was denkst du dafür? Was denkst du dir da für einen Quatsch aus? Das ist kein Quatsch. Der will einen Komfortgegenstand haben und vielleicht reicht der Tisch nicht. Oder der Stuhl ist zu klein. Oder ich weiß es doch auch nicht. Ja, was will er haben? Damit er da einziehen kann. Na, aber da hängt doch noch kein Fenster an der Wand. Also das heißt, wenn kein Fenster dran hängt, dann kann er einziehen. Ich glaube nicht, dass das hier völlig anders ist als im normalen Terrarium. Es ist zwar ein bisschen was, ist zwar anders, aber das ist völlig anders, das kann ich mir auch nicht vorstellen. Das kann ich mir alles nicht vorstellen. Die Musik in den Fall wie auf dem Telefon. Es kann also definitiv nicht schlecht sein, wer Bock hat, mit uns zusammenzuspielen, wenn sich jemand dieses Spiel hier original gekauft hat. Also du musst, um diesen RPG-Mod zu starten, musst du Terraria auch wirklich original bei Steam besitzen, anders geht's nicht. Und wer das also hat, der kann natürlich sich diesen Mod runterladen. Das ist in der Videobeschreibung der Link dazu. Einfach Download, starten, das ist überhaupt nicht kompliziert. Das habe sogar ich hingekriegt und das, obwohl ich da überhaupt keinen Plan von hatte. Und dann kann man gucken, ob man das... Was ist das? Mann, das schon wieder. Wie sah es denn aus? Bunt. Vielleicht war es eine Hummel. Eine bunte Hummel. Das kann schon sein, ja. Da tropft auch was. Guck mal. Bei bunte Hummeln geht es doch bei uns auf der Welt hier auch, oder? Nee, bunte Hummel habe ich nicht gesehen. Also noch nicht. Wir befinden uns ja aber auch noch nicht wirklich. Guck mal, wir haben noch nicht viel gesehen. Ja, es gibt noch ganz vieles zu entdecken hier. Das heißt, du hast gesehen, diese komischen Libellen, ja, die sind ja also auch viel zu stark für uns. Ja, die kann nicht mal unser Held, die kann man, ich glaube, die kann man nicht mal mit der Drachenrüstung besitzen. Besiegen? Na doch, ich denke... Hey, ich habe gesagt besitzen. Ja, warum hast du das gesagt, frage ich mich. Der Satz hat keinen Sinn gemacht. So, da ich ja sehr stark bin, mache ich die auch erstmal alle platt. Oh. Oder die mich, je nachdem, wie schnell ich die richtige Waffe finde. Guck mal hier, was ich für guten Damage mache. Da, was ist denn der da oben? Da hat doch was. Komm her, du. Jetzt komme ich da nicht hoch. Ah, Seile. Wieso siehst du denn was im Hintergrund bei den Schleimi? Genau so ist es. Das heißt, irgendwas Besonderes oder so ein Trank ist da drin. Oh, die Katze. Du sollst aufhören damit. Meine Güte. Dass der nicht hören kann. Ich kann dir sagen, das ist, glaube ich, so ein grüner Trank. Welchen Schleim hast du denn? Einen roten oder den blauen? Irgendeiner hatte da was in der Hand. Hä? Dann ist das der blaue. Ja, der blaue kann sein. Und haben wir was gefunden? Einen Schlüssel oder so? Ich dachte, das sah aus wie ein Schlüssel. Guck mal rein. Guck rein in deinem Hintergrund. Das hier könnte es gehen. Guck mal hier, 106 Schaden. 129 plus 53 Schaden plus 5%. Hey, vielleicht war es doch da. Dieses Banner hier? Nee. Hattest du da schon Feuer? Ich denke schon. Fische, ein Furzkissen. Furzkissen. Ein Furzkissen. Was macht man denn damit? Drei Schäden, Pier, das Material kann Ärger erregen. Material für irgendwas ist das. Forstkissen, da setze ich mich jetzt drauf. Ja, du weißt, was das ist. Das ist mir wieder völlig klar, dass du genau weißt, was das ist. Ach, guck mal, hier, da brauchen wir auch Seile, oder? Achtung, da gehen wir noch ein bisschen kurz vor. Wer ist denn da? Das haben wir vorhin auch schon mal gesehen. Die Mama ist da an der Tür. Hast du gesehen? Nee, ich meinte das da. Das habe ich vorhin schon mal gesehen. Das sieht aus wie so ein, nennt sich das? Ein Golem? Ein Golem nicht. Ein Element. Ein Fliegen. Treib das doch mal an. Oh, das macht so eklige Geräusche. Was war denn das eben? Das hat mich jetzt mal auf einen schon angegriffen. Da brauchte ich jetzt nicht viel tun. Was ist denn das? Der Schild? Oh, eine Schnecke! Das Schöne ist, wenn wir jetzt hier unten den Wurm finden, mit dem wir nachher eventuell den Fischhorn rufen können, dann müssen wir den auch gleich mal mitnehmen. Das ist natürlich diese Schnecke. Snail. Snail. Im Englischen Snail, ne? Die Schnecke. Und Slot ist dann die. Nee, das ist genau. Das heißt jetzt, dass jetzt die. Es hat sich was verändert im Spiel, nämlich es hat sich die Steuern beim Händler haben sich verändert.
So. Hey, das sieht aus wie eine Leiter. Gut, ne? Was macht denn hier so eine ekligen Geräusche? So hier. Ich weiß es nicht. Irgendwas ist hier. Ich weiß aber nicht, was hier ist. Mieze! Mieze! Ich kann dir sagen, was das war. Da war irgendwo eine. Ich hoffe. Oh, eklig. Oder? Nicht gut, ne? Das ist hier unten irgendwas. Können das mal. Ich hab's gesehen. Da war irgendwo eine Schlange. Eine Schlange? Das muss ja hier unten sein. Das war's, dann gehen wir einfach mal hin. Da ist so eine braune Schlange. Eine braune Schlange? Da schlafen die Beine übrigens ein. Ich kann mich nicht mehr bewegen. So, jetzt können wir mal gucken, ein bisschen Licht anmachen. Das ist dieser Granit hier. Da muss ja einen Grund haben. Ich weiß nicht, was das ist. Aber wenn wir jetzt hier durchkommen, dann kommen wir bestimmt zu dem. Aha, hier ist eine Höhle. Ach, das ist dieses komische Ding, was diese Geräusche gemacht hat, ne? Ach ja. Noch so ein ekliges. Eine Tauchuhr? Ja, aber warum bewegt sich das nicht? Da unten ist noch eins, es sind noch mehrere. Das bewegt sich schon. Guck mal hier, das ist es schon. Ach. Aber oh. Das ist ein bisschen stärker. Oh. Das war nicht schön, was gerade passiert ist, ne? Brauch es mal nicht. So, hier haben wir ein Platin, wie es aussieht. Silber. Und dann brauchen wir wieder ganz viele Seile. Na, zum Glück haben wir die auch. Guck mal, Seile kann man am Hintergrund anbringen. Das ist natürlich super. Na, dann ist es ja mit den Seilen noch einfacher sogar. Hopp. Guck mal, wie einfach das ist mit den Seilen. Wenn man einmal welche eingesammelt hat, das ist natürlich eine Top-Sache, ne? Hier gibt es auch noch was zu holen. Komm her da. Fackeln haben wir gefunden. Es ist spannend, das Spiel. Es ist sehr, sehr spannend, finde ich. Katze! Wo sind wir denn hier? Was geht denn da schon wieder ab? Ich weiß jetzt nicht, wo wir eigentlich. Wir haben keine Lichter mehr. Schüssel. Aber was ist hier unten noch? Das ist eine Kiste. Da waren noch mal drei Fackeln drin. Was ist das? Die Ware. Was habe ich hier gesagt? Was ist jetzt? Ach, was? Collect bars and give to person asking it copper. Also ist das mit Gift? Nee, nicht Geschenke. Gift sind Geschenke, aber ich weiß jetzt nicht, was du damit meinst. Ja, der will das haben. Der will, dass wir wieder Kupfer für ihn einsammeln. Da oben ist Riesenschleim, eine Schleimmama. Der greift die auch schon an. Guck mal, hat die auch angegriffen mit? Ja. Der hat natürlich auch gut zu kämpfen jetzt. Da unten ist eine Qualle. Ich glaube aber, dass es auch für heute ausreichend ist. Haben wir also viel gespielt hier. Sind auch ein gutes Stück vorangekommen. Der verliert wieder Kupfer, oder? Ja. Der will Kupfer eingesammelt haben, das stimmt. So, Silber. Ich will mal hier drüben gucken noch, was hier noch drin ist. Pfeile. Das war's. Gut. Jetzt würde ich sagen, für heute reicht's. Ich logge mich mal aus. Und dann danke ich fürs Zuschauen für heute. Wir haben noch zwei Punkte, die wir vergeben können. Was war das nochmal Charisma? Das war nur zum Erhöhen, wenn wir Freunde rufen. Du fliegst jetzt der hier auf dem Server fliegt der dann auch runter? Nein, er ist niemand auf dem Server. Ich meinte Fehler. Na, das, nee, der bleibt dann da und beim nächsten Mal ist er wieder da, wenn wir reinkommen. Jetzt gucken wir mal auf die Karte hier. Du siehst also. Aha. Hä, was? Ach du grüne Leute. Guck dir mal bitte an. Oh, die Krankenschwester ist da. Oh, die Kranken. Kein Erinnerungstrang. Mach mal kein Spiegel. Mach mal nochmal die Karte an. Mit Taste M geht das. Ah, mit Taste M geht's auch. Guck mal, wie weit die Karte, wie groß die ist. So, oh, nee. Guck mal. Sehe ich da nicht im Hintergrund Minecraft? Wo? Ja, das sieht so aus, wa? Die Krankenschwester ist da, die Krankenschwester ist da. Kannst du die Kupfer noch einsammeln? Die Kupfer? Ja. Das machen wir in der nächsten Folge dann. Morgen oder so. Ich glaube, aus Kupfer kann man eine super leile Rüstung bauen. Eine super leile. Eine leile? Ich will das damit nicht. Damit meint sich eine super cool. Ja.
Also ich weiß es auch nicht. Ich muss mal gucken, wie wir das in der nächsten Folge machen. Es ist natürlich schon krass, was hier alles zu machen ist. Auf jeden Fall haben wir, nebenbei haben wir ein paar Quests. Das war ich. Papa, wieso bewegt sich der Stuhl? Wenn's, das war ich. Klasse, Basic Abilities. Was ist denn das? Aha. Wir können also auch bei Basic Abilities was vergeben. Was ist denn das? Das ist mal. Der Omling 1000 Kupfer. Learns the basic about survival in this dangerous land. Every level of the skill increases base level cap by 10%. Unlocks first aid. Level 3, aha. Was macht Goblin Logic? Only goblins know how to make those things. Gains 5 Dex Bonus. Needs basic abilities at level 5. Na, das weiß ich jetzt nicht. Dex Bonus will ich nicht haben. First Aid, das können wir nochmal machen. Will ich jetzt nicht? First Aid. 6. Wieso geht das nicht? Needs basic abilities at level 3. Knowing the better first aid will be able to restore 5 health at the cost of 3 MP. Das würde also gehen, aber warum es nicht geht, weiß ich nicht. Was ist hier? Needs basic abilities at level 10. Warte, level 5. Habe ich doch. Okay. Next page. Previous page. Da gibt's, also mehr gibt's da nicht. Wir heben uns das mal auf. Click to create and make a new zone. Keine Ahnung, was das ist hier. Start position, end position, no music, rotate, okay, kann ich nicht. Party! After the sin from geile Coach in der ARPA is with a problem. Okay. Quest. Nightmare, aha. Hier kommen also die, alles klar. Das sind die also. Status. Ich habe meine Kopfhörer schon ab. Code. Ja, das ist also super. Gut, ich logge mich also mal aus und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Ich danke auf jeden Fall fürs Zuschauen, es hat Spaß gemacht. Ich hoffe dir auch und dann bleib schön gesund, bis zum nächsten Mal. Mach's gut, hau rein und wir speichern noch und dann sage ich einfach tschüss. Genau, tschüss.